Hallo, hier bin ich wieder von der Driving Range hier in Prag bei den D&D Real Masters. Und neben mir steht der deutsche Tour Pro Marcel Siem. Hallöchen. Hi. Jetzt ist heute Dienstag. Was trainierst du auf der Range? Was ist heute so dein Gedanke, jetzt bevor das Turnier losgeht? Ja, ich habe ein paar Sachen, gehe durch eine konstante Schwungänderung seit 2 Jahren, versuche halt das Ding zu finden, wo ich vor 2 Jahren war. Komme der Sache immer näher. Was mir hilft momentan ist, 2 Lineman Sticks auf der Range zu haben und wirklich neutral an den Ball zu kommen. Gerade für die Slicer unter euch auch eine große Hilfe. Wenn man oben drüber kommt, würde man theoretisch den rechten Stick erwischen gleich. Und, und dass man halt mit der Schulterdrehung neutral reinkommt, nicht nur die Arme von außen rein fallen lässt, sag ich mal. So schlimm ist es bei mir nicht. Aber das ist halt für mich, gerade bei den Wedges, eine Kontrolle zu haben. Ich zeige dir das mal. Je mehr Selbstvertrauen man gewinnt, umso enger kann man die Gap machen von den Lineman Sticks. Am Anfang erstmal ein bisschen weiter. Ich ziehe jetzt auf den Pole da hinten, den wir sehen, den weiß-grün. Okay. Also er weiß ganz gut, ich möchte mal so einen kleinen Feld schlagen, das ist links gestartet. Divid seht ihr hier. Das ist deine natürliche Flugkurve, der Fade. Genau. Ins Grün. Ja, das ist das, wo ich wieder hin möchte. So habe ich meine ganzen Turniere gewonnen, 12, 13 und 14. Und sehen jetzt auch, das Divid ist minimal links. Also von dem Ding ist ca. 5 Meter links. Da startet er, kommt er mit einem kleinen Fade zurück. Und ich glaube, das kann jedem helfen, das auf der Range zu machen. Man sieht natürlich vom Divid immer genau, wo der Schläger herkommt, Club Path, und hat den Trap natürlich zur Kontrolle auch noch dabei. Mhm. Aber ich glaube, gerade großen Slicern könnte das sehr helfen, das mal auszuprobieren. Okay. Darf ich noch fragen, du hattest vorher mit Absicht dann versucht, hast du deinen Schwung so umgestellt, dass du dann in den Draw rein wolltest? Oder war das dann eher unbeabsichtigt, dass du so ein bisschen den Schwung verloren hast, wenn du sagst, das war eher, du musstest wieder zurück zu dem alten Schwung? Ja. Ich war 59 in der Welt, habe das in Amerika nicht geschafft, die PGA Tourkarte zu machen, wollte dann was ändern und bin einfach von der Unterarmrotation weggegangen. Das war ja immer mein Takeaway, sag ich mal, dass das Schlägerbett sehr auf war und habe halt versucht, das in die Richtung zu bewegen, dass das Clubface square ist, die Handposition neutral ist, nicht so. Und das ging ja komplett in die Hose. Wenn du 30 Jahre lang spielst mit so einer Geschichte und versuchst das dann zu machen, da habe ich leider das Gefühl verloren, aber ich komme der Sache immer näher und ich denke, dass ich spätestens nächstes Jahr alles im Griff habe, dass ich im Winter jetzt die Tourkarte jetzt mache, mal schauen, wo es hingeht. Dubai ist natürlich das Ziel noch, Race to Dubai zu schaffen und dann nächstes Jahr topfit in die Saison zu starten und dann wieder Turniere zu gewinnen. Ja, wir wünschen dir alles Gute dafür. Dankeschön. Marcel, vielen Dank. Merci. Danke. Ciao, ciao.